Wir haben alle noch die Erinnerungen an die Migrationskrise 2015-2016 sowie die dadurch verursachten massiven Herausforderungen und Verwerfungen lebhaft vor Augen. Nun ist es wieder soweit. Über die östliche Mittelmeer- bzw. die Balkanroute ist ein deutlicher Anstieg illegaler Migration erkennbar. Allein in Bosnien-Herzegowina gab es heuer bereits rund 3700 Aufgriffe, ein Plus von 183% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unser Innenminister Herbert Kickl hat daher angekündigt, dass Österreich seine Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien beibehalten wird. Alles andere wäre ein völlig falsches Signal. Das Einsickern von IS-Terroristen und Rückkehrern, die versuchen, Migrantenrouten zu nutzen, gilt es zu verhindern. Nun ist auch die EU gefordert, endlich zu reagieren und nicht tatenlos zuzuschauen. Denn nur ein Europa, das seine Grenzen schützt und dadurch handlungsfähig bleibt, kann auch seine Werte fördern und schützen und jenen helfen, die Schutz wirklich benötigen.